Also Werte, die jetzt für die Dividendentrades in Frage kommen, haben wir uns jetzt entschieden, alle Aktien zwischen 5 und $200 mal zu filtern. Also Sie können das natürlich enger fassen, auch nur Werte zwischen 5 und $100 oder 5 und 5, 5 und $50 zu nehmen. Das hängt natürlich immer von der Kontogröße ab. Sie müssen davon ausgehen, dass Sie bei der Covered Call Strategie mindestens 100 Stück kaufen müssen und sollten dann in der Lage sein, mit der Kontogröße dann auch 100 Aktien vom jeweiligen Wert zu kaufen, können sich das ja im Endeffekt ausrechnen. Also wenn man jetzt ein Konto von 20 oder 30.000 Dollar hat, möchte man natürlich nicht die $30.000 jetzt komplett in so einen Covered Call positionieren, sondern vielleicht maximal in Bruchteil oder in einem Drittel von der gesamten Investitionssumme. Wenn man jetzt kurzfristig im Covered Call investiert ist, kann man da 10 oder 15.000 mal dafür hernehmen. Und damit haben Sie im Endeffekt jetzt schon die Obergrenze. Wenn man 10.000 nimmt, würde das bedeuten, dass Sie maximal Aktien bis $100 kaufen können und dementsprechend dann auch die Covered Call Strategie für die Dividenden hier anwenden. Das können wir durchaus hier auch mal anpassen. Nehmen wir mal als Obergrenze 100. Und nach unten würde ich es natürlich auch nicht zu klein fassen, weil ein Wert, der jetzt 2 oder $3 wert ist, wenn er überhaupt eine Dividende ausschüttet, wird die minimal sein und dann wird das Ganze natürlich für uns beim Covered Call nicht mehr interessant, weil wir dann auch von den Gebühren anteilig eigentlich zu viel investieren oder die Gebühren anteilig einfach zu hoch sind. Ja, und sonst brauchen wir natürlich ein gewisses Mindestvolumen, was die Aktien anbelangt. Man kann auch hier schlussendlich als weiteren Filter gleich das Volumen der Optionen mit hinzunehmen. Da müssen wir mal schauen, da haben wir einmal die Möglichkeit im Scan über Options Related Data. Aber das ist dann immer nur das Volumen der Call-Optionen von heute. Das sollten wir höchstwahrscheinlich uns am Indikator orientieren. Volumen Call und können hier sagen, das durchschnittliche Call-Volumen ja, soll höher sein als, nehmen wir es mal nicht ganz zu klein, 200, dass mindestens 200 Call-Optionen durchschnittlich pro Tag gehandelt werden, kann man durchaus auch noch etwas höher wählen. Und das wichtige Kriterium, was die Dividenden an sich anbelangt, dass wir nur Dividenden oder prozentual nur Werte suchen, die mehr als 4% Jahresdividende haben. Jetzt mit dem Indikator, den ich in letzter Woche zur Verfügung gestellt habe, wo wir auch die Quartalsdividende prozentual ausgeben, kann man das natürlich sogar noch runterbrechen und auch auf die Quartalsdividende zu schauen, was das prozentual ausmacht. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Wir können es erstmal so in der Form durchlaufen lassen. Wenn es zu viele Werte sind, kann man natürlich die Grenzen immer noch enger setzen. Und das wäre auch eine Empfehlung bei den Scans allgemein, dass Sie immer erstmal das lieber etwas großzügiger wählen, weil wenn dann 200, 300 Werte rauskommen, das enger oder kleiner zu fassen, ist in der Regel, denke ich, kein Problem. Wenn man gleich am Anfang nur irgendwie zwei, drei Werte im Scanner hält, dann muss man natürlich das sukzessive in die andere Richtung wieder etwas größer fassen. Ja, lass uns mal durchlaufen über Run. Ja, sehen wir 151 Werte, die jetzt die Kriterien für den Preis und das Volumen erfüllt haben und davon bleiben schlussendlich 100 übrig, die dann auch noch die Call-Volumen-Kriterien erfüllt haben, also mit 200 Call-Optionen durchschnittlich pro Tag. Sehen wir einige Bekannte wieder wie BP, die wir schon in der Liste haben, oder General Motors und die können sich schlussendlich dann hier markieren. Und dann fügen wir diese in die bestehenden, Radarscreen ein. Oben haben wir jetzt schon die Werte eingefügt, die generell für Dividendentrades geeignet sind. Hatten uns hier heute zu Beginn mit dem Wert ING befasst, der heute dann Ex-Dividende-Date hatte.
Also die Werte markieren, kopieren und mit Paste hier einfügen. Dann haben wir das gleich in der Maske vorliegen. Können auf der einen Seite jetzt sortieren, was die Quartalsdividende anbelangt. Da haben wir hier einen Wert mit 5%. Dividende aufs Quartal 43 Cent. Sie sehen hier Preis der Aktie 8,26. Und ja, ING, den wir heute besprochen hatten, auch hier ganz oben dabei mit 3,7% Quartalsdividende. Also die Jahresdividende ist natürlich dann um einiges höher. Hängt auch immer davon ab, wie die Werte sich in letzter Zeit bewegt haben. Und interessant wäre für uns jetzt hier zu schauen, was sind die nächsten Titel, die den Dividendenabzug hier bekommen. Und da haben wir jetzt heute den 26. April. Also würden rein theoretisch für uns jetzt noch diese Werte für die nächsten Wochen in Frage kommen. Da sehen wir General Motors dann schon wieder im Juni, was sicherlich ein tendenzieller Trade dann werden wird. Wir haben Ford Motors mit dem Dividendenabzug morgen. Also morgen wird die Aktie 15 Cent niedriger eröffnen und die Gutschrift der Dividende erfolgt dann am 1. Juni. Ja, OKE hatten wir uns angeschaut. Da es aber nur die monatlichen Optionen hat und auch noch Quartalszahlen dann im Mai bringt, haben wir ja gesagt, das macht momentan wenig Sinn, da eine Position zu eröffnen. Wir haben hier noch Blackstone, auch am Donnerstag, 28 Cent. Aber das so ein, zwei Tage zuvor zu eröffnen, hatten wir ja schon mehrfach gesehen. Das wird meistens schwierig und in der Form eigentlich nicht unbedingt das, was man durchführen sollte. Man sollte schon etwas zeitiger da in so eine Position mit reingehen und denkt, die nächste relevante für uns wird höchstwahrscheinlich dann NAT werden, wo wir auch im Januar schon mal einen guten Trade für die Quartalszahlen durchführen konnten. General Motors dann sowieso im Juni und momentan jetzt sehe ich dann für die nächsten Wochen eigentlich bis auf NAT eigentlich jetzt keinen Wert, wo wir nochmal genauer drauf schauen müssten und würden diesbezüglich vielleicht kurz den Blick noch auf NAT werfen. Also aktueller Kurs 14,96, Dividende waren 43 Cent. Jetzt schauen wir mal, wir bräuchten dann eine Option bis zum 20. Mai. Ja, momentan etwas schwieriger, wie ich sehe, durch die ein großes Brett. Also was noch machbar wäre jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wäre sogar ein Covered Call auf 13. Da haben wir 2 Dollar Puffer bis zum Strikepreis. Gab es heute eine Ausführung zu, ja, wie gesagt, zu 2 Dollar. Aktueller Kurs ist 14,95. Das wäre eine Möglichkeit, wird höchstwahrscheinlich dann in den nächsten Tagen umso schwieriger, wenn der Kurs weiter steigen sollte. Und sonst wäre natürlich hier eine weitere Variante die Call-Option auf 14, da sind wir aktuell, bräuchten wir aber auch einen Einstieg, Verkauf zu 1 Dollar, sonst wird es in der Form auch schwierig. Kommt immer darauf an, wo man die Aktie jetzt kaufen kann. Und da haben wir momentan den größten Open Interest, das ist die Option auf 15. Und wenn wir mal kurz reinschauen, wie viele Covered Calls wurden hier schon gehandelt. Da sind wir ja 180 Covered Calls mit dem Strikepreis 15, die heute eröffnet wurden. Und dann 22 Covered Calls mit Strikepreis 14, die auch heute eröffnet wurden. Also das kann ich vielleicht abschließend noch kurz zeigen. Sieht man, dass der Wert natürlich auch von anderen Teilnehmern häufig genutzt wird, um durch solche Dividendentrades durchzuführen. Und mit der Auswahl hier Covered Married Stock
haben Sie die Möglichkeit, dann auch im Volumen und im Open Interest zu schauen, wie viele Positionen schon eröffnet wurden. Ist natürlich immer die Voraussetzung, dass es auch als Kombination eröffnet wird. Wenn ich jetzt hergehe und die Aktie heute kaufe und dann mir eine Stunde überlege, dass ich darauf noch eine Call-Option verkaufe, dann wird das natürlich nicht als Covered Call in irgendeiner Form zu lokalisieren sein, werden Sie es auch in der Option Station Pro nicht sehen. Aber wenn es gleich als Kombination eröffnet wird, ist es in dem Zuge natürlich einfach, das dann auch hier im Volumen und im Open Interest festzustellen. Und selbst auf Juni sehe ich gerade mit Strikepreis 15 und 14 wurden heute auch noch Positionen mitgehandelt. Ja, das soweit zu dem Thema Dividendentrades.